So, meine Lieben, also ich habe euch ja in den letzten Videos das Buch vorgestellt, Schlechtwetterprognose Depression. Und als ich natürlich das fix fertig hatte, kommt es ja immer zu meinem Lektorat. Liebe Cornelia, vielen Dank dafür. Sie hat fast alle Bücher von mir lektoriert. Ich habe mich so gefreut, als sie mir das lektoriert zurückgegeben hat. Da haben wir ein Telefonat geführt und da hat sie mir gesagt, wie dankbar sie mir ist, dass ich dieses Thema hervorhebe und dass sie darüber schreibt und den Menschen sozusagen einen Denkanstoß gibt und diese Dinge auch beim Wort nenne. Sie hat mir erzählt von Menschen, die auch sie verloren hat, über diese Dunkelheit dieses Zustands, diese Situation und hat mir erzählt, dass es Menschen gibt, die das planen lange und sie sagen gar nichts. Und wir Hinterbliebenen dann auch machen uns Vorwürfe, warum sie mir nicht gesehen haben. Ich habe das in dem Buch wirklich sehr gut beschrieben. Die verstecken das ganz absichtlich. Und manche sind eben besser im Geheimnis krämen und die anderen weniger. Und die einen sind besser im Planen und die anderen weniger. Und ich selbst habe mir ertappt schon, wenn jemand sowas übersehen hat, ihn zu gängeln fast, ich war denn zornig, dass das passiert ist. Wie konnte das passieren, dass du das nicht gesehen hast? Also da war eine stumme Anklage auch an mich selbst oder an diese Menschen, die so nahe dran waren und es nicht gesehen haben. Aber es liegt eben nicht immer an dem Betrachter. Manchmal liegt es auch an dem, der betroffen ist und so gut schauspielern kann und so gut verstecken kann und so still ist mit diesen Gedanken und Gefühlen, die ihn leiden lassen und plagen. Und darum habe ich geschrieben, Hilfe ist ganz wichtig und sie kommt von außen. Wenn sie von innen nicht mehr kommt, kommt sie von außen. Und man muss aber von innen den Schritt machen, zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, einen Schritt in eine andere Richtung zu gehen, damit sich was verändern kann. So, und das war es einmal jetzt vorläufig. Vielleicht fällt mir noch was ein, den kennst du das eh, dann gibt es noch ein paar Nachfolgevideos. Also bis zum nächsten Mal.